Herzlich willkommen zum Newsflash im Juli. Wer hat es noch nicht bemerkt? Die Umbauarbeiten in der SUB sind derzeit kaum zu übersehen. Die Erneuerung des Glasdachs ist nur ein erster Schritt. Auf fast allen Ebenen wird es Veränderungen geben, unter anderem eine zentrale Theke im Erdgeschoss, abgetrennte Gruppenarbeitsplätze sowie ein Loungebereich in den Obergeschossen. Man hofft, die Bauarbeiten bis Januar abschließen zu können. In dieser Zeit kann man sich an gratis Ohrstöpseln erfreuen. Verwahrlosung der Vögel in Unigebäude. In einer Voliere im Altbau des Waldweges 26 wurden 5 Kanarienvögel gehalten, die über mehrere Wochen hinweg weder gepflegt wurden, noch Nahrung oder frisches Wasser erhielten, weil sich niemand dafür verantwortlich fühlte. Daraufhin informierten Studierende das Veterinäramt. Für die Vögel konnte ein neues, fürsorglicheres Zuhause gefunden werden. Kultur und Langeweile? Nicht so bei der Nacht der Kultur in Göttingen. In der Nacht vom 26. Juni auf den 27. herrschte auf den Straßen Göttingens reges Treiben. Ob jung oder alt, jeder konnte auf seinen Geschmack kommen. Von klassischer bis zu moderner Musik, von Literatur bis hin zu Theater war alles dabei. Insgesamt traten über 300 Künstler an 25 verschiedenen Veranstaltungsorten in der Göttinger Innenstadt auf. Wer der Meinung ist, Kultur sei langweilig, kann sich gerne im nächsten Jahr vom Gegenteil überzeugen lassen. Große Klappe, nix dahinter? Wie geht Arbeit in der Generation Y? Mit dieser Frage beschäftigte sich der diesjährige Rhetorik-Slam der CES am 24. Juni. Auf der Bühne waren 3 Studierende, die durch ihre Präsentation beim Rhetorik-Slam ihr Rhetorik-Zertifikat erworben haben. Außerdem sprachen 2 weitere Redner aus der Sicht von Lehrenden und Arbeitgebern. In die abschließende Diskussion wurde auch das Publikum mit einbezogen. Am 6. Juni fand das Festival Underground Remains Open Air statt, eines der größten Metal-Events in Göttingen. Bereits zum 3. Mal war das Festival zu Gast im Haus der Kulturen. Ungefähr 400 Zuschauer waren gekommen und genossen die Vielfalt der Metal-Musik. Aufgetreten sind sowohl deutsche als auch internationale Bands. Und nun noch einige Veranstaltungstipps. Am 24. Juli bietet das Sprachwerk eine Grammatikschulung zum Thema Kommasetzung im Deutschen an. Wer von euch also in diesem Thema noch Nachholbedarf verspürt, der kann an dem 2-stündigen, kostenfreien Workshop in lockerer Atmosphäre seine Kenntnisse der deutschen Sprache erweitern. Der Workshop steht Studierenden aller Fächer offen. Das Sprachwerk besteht aus Studierenden und Promovierenden der Seminare für deutsche Philologie und der allgemeinen Sprachwissenschaft. Weitere Infos findet ihr online. Im aktuellen Topstück Alles Theater nimmt der Protagonist Frank Plesseberg das Publikum mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Burg Plesse. Dabei erfährt er allerhand über das Leben, Lieben und Leiden auf der Burg und trifft auf zahlreiche wichtige Persönlichkeiten. Das Theaterstück wurde anlässlich des 1000-jährigen Jubiläums der Burg geschrieben. Das Stück läuft noch bis zum 25. Juli. Während der Jubiläumsfestwoche im September wird das Stück vor historischer Kulisse auf der Burg Plesse aufgeführt. Der Eintritt mit dem Kulturticket ist natürlich frei. Das war's mit unserem Newsflash und jetzt ab in die Sonne, genießt das Wetter und lasst euch von den Klausuren nicht allzu sehr einschüchtern, denn sie sind wie Busse. Es kommt immer der Nächste. Oder die Nächste? Das ist so schlecht. Für die Vögel könnte ein Kontor, jo majo. Herzlich willkommen zum Newsletter allgemeinen Sprachwissenschaft auf. Was sind das für Worte?